Hör mal, Felix, die letzten Jahre liefen für dich richtig hart und kacke. Und zu allem Überfluss hast du jetzt auch noch den Michi an der Backe. Ist doch top und merk dir eins, um eine Pussy zu ficken, braucht der riesige Bosskopf keine Mutter zu dissen. Überhaupt, der Plan geht doch gerade auf. Free Spirit hat dem seelenlosen Lauch wieder Leben eingehaucht. Das ist Alpha. Ja gut, dann lass den auch in Ruhe. Komm, du bist geisteskrank gestört. Ich sag nur alles auf Null, wie die Seiten beim Friseur. Ach, sei leise, Mann, ich schwör. Sei dir der Vortritt gegönnt. Wollen wir doch mal sehen, was deine Ghostwriter können. K.O. Doppel L.E.G.A.H. Gangster-Style wie Escobar. Es ist der Typ, der der letzte Schrei beim Echo war. Ich bring die Legacy zur Vollendung. Und dein Momentum ist im nächsten Moment um. Ach, guck mal die Blume aus simmerndem Hunsrück. Zück ich die Tech 9, gibt es ein Unglück. Passanten, sie schreien nicht, weil du stirbst. Die finden mein Mantel bloß fly, als ob ich Marvel-Held sei. Du willst schießen? Hier steh ich, doch versuch es. Todesfly, als ob's der Kobe Bryant Helikopterflug ist. Free Spirit, N.W.O., die Themen-Songs waren mutig. Und hier spricht grad nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Also scheiß auf dein Bossgelaber, scheiß auf dein Image, Rap, Real Talk. Du bist das Ergebnis von Billig-Pap. Obacht, es ist der Drogenboss auf hohem Ross. Falsche Werte für die Kids, Hauptsache Promotop. Ja, Promotop, denn die Straße war mein Lehrer. Ja, ich hab Pep vertickt, alle naselangen Zehner. Der Straßenapotheker mit genialen Strategien transferierte Street-Knowledge und wird Marketing-Genie. Ich mein, wer von uns beiden hat Rekorde gebrochen? Bei dir ist bloß dein Ego durch Psychose gebrochen. Kid, du mit deinen Verschwörungstheorien. Life's a bitch, then you die. Was empörst du dich so viel? Ey, was empör ich mich so viel? Ich bin den fucking Tupac-Hologramm, die Verkörperung von Real. Nennt er sich Genie, er ist als Businessman geboren und geht gewissenhafter vor als in dem Wissenschaftslabor mit seinen Promophasen. Doch die sind peinlich und wack. Jedes Album heiß erwartet wie der Treibhauseffekt. Was war 2006 mit dem Mic auf dem Splash? Du sahst aus wie ein kleiner Junge, der eine Eistüte schlägt. Yo, yo, deine Eistüte schlägt. Wenigstens hatte ich die Eier wie ein Greifvogelnest. Und heute sind die Live-Shows so fresh, heiß wie ein Steinofenblech. Bye, bye, ich muss zum Weinprobenfest. Aha. Oh, er muss zum Weinprobenfest. Da mach ich bei dir später aber einen Alkoholtest. Predigt hier Wasser, doch trinkt selber Wein. Labert von Tiere retten und trägt Pimpels dabei. Ja, 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 ich trag Pimpels dabei. Egal was ich mache, ist der Pimpels dabei. Warum immer so ernst, ey, dein Geltungsdrang krank. Der Aluhut tut ständig, als wär Weltuntergang. Mach dich mal wieder locker, la wieder locker. Dann bist du auch irgendwann mal wieder bosshaft. Urlaub in Dubai, fliegst du halt mal schnell dahin. Wie viel wird das kosten? Nicht mehr als ein Alpha-Mentoring. Du willst wohl sagen, ich hab Fans abgezockt. Mister, ich tick krass als Gangster im Block. Mister Zuhälter, Rapper, tolle Werte sind das. Alpha-Mentoring gab jungen Männern Stärke und Kraft. Ist ja gut, du Hobby-Philosoph. Ich bin Sektenführer, denkt der Vollidiot auf Koks. Macht mir auf Messias und edelsten Spender. Mann, die Welt ist abgefuckt, das kann auch Felix nicht ändern. Ja, dann nenn mich Hobbyphilosoph. Ja, dann setz dir doch die Spritze, so wie Bodybuilder-Pros. Ich weiß doch, wie du tickst. Deine ganze Fassade dient nur zum Schutz wie dein Panzerglaswagen. Scheiß auf Panzerglaswagen, lass ihr langsam mal starten. Aneinander geraten? Ja, wie beim Tanzgala-Abend. Kannst du gerne haben, hier ein Punch auf die Nase. Votet alle Felix Blume bei den Kanzleramtswahlen. Kein Problem, ich geb dir ganz klar meinen Haken. Ha, daneben, der ging voll an mir vorbei, so wie Kamerafahrten. Ey, yo, warte mal gerade. Alles klar, was ist Phase? Wer ist das? Ich kenn doch diese Sklavenvisage. Ich glaub, wir wurden reingelegt. Reingelegt? Ja, königlich reingelegt, wie Pharaos in Grabsarkophage. Frederik, jetzt wirst du von zwei Kanada-Germanen zusammengeschlagen. Und zwar zusammengeschlagen.